It's time for World Underground Wrestling. Also ehrlich, gerade im Jänner, wo sie nichts ausspürt, kommen so viele Leute. Also Hut ab, kann ich nur sagen. Deswegen ist es auch der Hut. Danke, danke. Aber wir haben auch. Es ist überhaupt, wir haben einen Superkader. Wir haben den Humungus! Wir haben die Chapella! Wir haben den Matten Pain! Und natürlich, wir haben unseren Balkan-Butcher, den Mirko! Und wir haben auch den Läusel, okay. Ja, die sind nicht so wichtig. Aber das Wichtigste ist, wir alle sind Wrestling-Fans und wir sind Fans von hier. Und als Fans habt ihr das Recht, auch ein bisschen was zum Trinken. Das gehört dazu. Und als Fans, und das ist das Allerwichtigste, habt ihr das Recht, so lange zu schlafen, wie es euch gefällt. Nicht von diesem Ohrwaschel-Kasperl, der mit dem Familiennamen Shorty heißt, und Barty Shorty und sein Vize, den Kokszirker, was wir uns nicht sagen, wann wir aufstehen müssen. Die Wrestling-Fans entscheiden selber, wann sie aufstehen. Die beiden Kokszirker da, die kriegen ja nicht hoch. Ich ist ein Mikatender und habe einen Mörderständer. Aber bitte für die Damen nicht bei der nächsten Show mit dem Mikatender waschen, ja? So steht er auch wieder nicht. Ständer! Deswegen, alle die Hände in die Höhe. Zieht die aus! Wir heben den Mittelfinger. Unsere Abneigung zu dieser Regierung. Ja! Und wir alle rufen: Läusel! 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 So, jetzt haben wir den politischen Teil auch hinter uns gebracht. Es ist der Herr, das ist der Jugo! Quinz, Minz, ich sage danke. Meine Brüder und Schwestern, ich habe eine Frage und das ist die Frage des Lebens. Abracadabra, wer ist wieder da? Hör ich nicht, was? Der Jugo! Der Jugo ist wieder da! Jugo zu sein, ist ein Gesetz. Wer es verletzt, wird zerfetzt. Und das steht sogar im Grundgesetz. Und der Champion ist der Jugo. Und wisst ihr warum? Warum? Weil ich der Jugo bin. Und jetzt zu dir. Wir beide haben ein Problem. Wir haben kein kleines Problem, wir haben ein Mega-Problem. Und dieses Problem ist Captain Balloon mit Tattoo namens Humus. Humus, Humus, Humus. Was ist das für ein Name? Das ist kein Name, das ist ein Scherzname. Humus will, dass wir beide kämpfen, dass wir sich zerlegen. Das? Wenn ich rede, bist du Gusch. Der King von Otterkring braucht dieses Match nicht. Er hat auch kein Problem im Läusel.
Aber meine Brüder und Schwestern haben Fragen, die nur du beantworten kannst. Brauchst du dieses Match? Willst du dieses Match? Bevor du weiter redest. Hast du ein Problem mit dem King von Otterkring? Meine Brüder und Schwestern wollen wissen, was Sache ist. Die wollen, so, machen wir es einfach sportlich. Ja. Machen wir es sportlich, weil der Titel ist mir ja auch wurscht. Als Kanzler hat man andere Sorgen, ne? Kanzler! Ich sag, machen wir einfach einen fairen sportlichen Wettkampf. Möge der Bessere gewinnen. Danke, Quinz, fürs Mikro. Jetzt können wir wieder was Vernünftiges reden. Jetzt tastet er schon wieder die Leute. Also homophob der Vernetze. Vanilla Gorilla! Kampf frei! Na ja. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das für Arme? Und wieder ein Lockup. Na ja, als Kanzler muss man stark sein, das stimmt. Ja, dafür hast du mehr Bauch. Oh, ein Break. Und schon liegt der Kanzler am Boden. So schnell geht's aber. Nix mit 8000, Anna, das machen ja die normalen. Was verdient der Kanzler eigentlich? Ich glaube 16.000, aber ich bin mir nicht sicher. Und wieder ein Break. Also irgendwie, das politische Paket scheint rutschig zu sein. Oh, Wristlock. Ja, als Kanzler braucht er die linke eine, der muss mit rechts unterschreiben. Also, das war jetzt nicht politisch, Moment! Ups! Ups! Ah, halt das, da war ein Konter. Und... Jawohl, Leute! Wer hat das nicht? Jawohl, Leute! Mich hat es ja gewundert, dass der Jugo mit seinen kurzen Armen da... Side Headlock Takedown, Mischung aus Hypnose und keine Aufgabe, das ist eben auch verblüfft. Da brauchst du noch gar nicht fragen. Aber wie war's, wenn wir mal einen Jugo als Kanzler hätten? Das war mal was anderes. Side Headlock Takedown und der Kanzler liegt am Boden. Ah, der Läusel, Entschuldigung. Ah, schöne Befreiung. Läusel! Als Kanzler hat mir immer ein Jugo zwischen die Haxen gehabt, ne? Egal. Gut war Humungus! Ja, die haben mir das von aufgelegt, was soll ich jetzt tun? Gut schon leise! Bei uns ist es kein Stand-up-Comedy, sondern Lay-down-Comedy, oder wurscht. Ah, Elbo, der befreit sich, der Kanzler. Der Befreiungsschlag. Opa! Ich meine, es ist eigentlich typisch österreichisch, dass der Kanzler auf einen Ausländer losgeht, ne? Genau, Kanzler, wir wollen keine Ausländer, also. Entschuldigung, das ist der Vizekanzler, die zwei verwechseln immer. Oh, aber die Ausländer werden sich. Sehr gut, hock ihn um. Achso, ich bin ja eigentlich. Und ein European Attack! Läuse angezeigt. Vier angezählt, Entschuldigung. Vier. Läuse schon! Sechs. Ja, da ist die Luft raus. Ne? Oh je. Spürt er nicht einmal eine Läuse? Schau, was steht da? Und schon wieder liegt da unten. Und weiter geht's.
Wo bleibt denn die Luft? 2, 3, 4, 5, 6. Loisel, bau die Mauer, komm! Gib ihm! Was ist los? Kanzler ist kein Name, Kanzler ist ein Titel, du Nuss. Jawohl, Leute! Jetzt war's der! Es ist ein legaler Griff. Sehen wir so, du hast mehr Jiu-Jitsu. Oh, oh. Oh je, Kiki. Und noch ein Kiki. Ja. Der Kanzler wurde von hinten angegriffen. Was ist das für ein Titel? Leusel! Und Leusel dann gezählt. 5, 6, 7, genau, jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Wrestling. Es geht nur immer der Leusel gegen Mirko. Hoppala! European Uppercuts! Beide sind in der EU, also passt das eh. Hey, hey. Hey, aua! Aua! War das ein Vorstoß? Nein, es war Elbo. Okay, gut. Jugo, gib ihm! Ich glaub, da steht er nicht mehr auf der Jugo! 2, 3, steh auf, Mirko! 4, 5, 6, 7, er steht doch auf. Der Jugo muss aufpassen, dass er nicht auf die eigenen Schurkbandeln steigt. Aber es ist ein Wurst und steigt nicht auf. Und auch knapp 80 Kilo drauf, knapp 75 Kilo drauf oder so irgendwie. Ne? Was ist da? Die Jugo scheinen die besseren Opferngegner zu haben. 2, Russland haben sie 3, 4. 5, 6, Jugo! Pass auf, der Loisel steht gleich wieder! Bei 8 ist er fürs Gesamt. Und schon wieder ein European Uppercut. Das war ein Jugo-Kick. Den zog man in der europäischen. Na wurscht, okay, ich bin schon wieder politisch. Aus! Ihr starrt euch doch nicht wehren!
Na gut, alles klar. Nein, ja, ich weiß nicht, aber es ist spät. Ich glaube, die Einzige, die da gewonnen hat, war die Rosi. Okay, Referee Walter den Santes, bringt die Rose wieder ins Bett. Von der Bühne, Entschuldigung. Freundschaftsversprecher. So. Gut, trotzdem, ein Applaus für Liesinger Lois, los für Mirko!